Erfolg. Erfolg ist das zentrale Thema unserer heutigen Gesellschaft und auch eine unserer größten Herausforderungen. Aber vielleicht kann es auch ganz einfach sein. Freuen Sie sich auf eine Talkrunde mit vier hochkarätigen, interessanten Gästen. Dr. Dragica Banovic ist promovierte Rechtsanwältin und Gründerin der Dr. Banovic Akademie. Als Unternehmercoach zeigt sie, wie jeder Selbstständige und Unternehmer ein stabiles und nachhaltiges Business etablieren kann, das ihm ein erfülltes Leben ermöglicht. Michael Kauferstein ist Experte für Digitalisierungsstrategien. Er entwickelt Instrumente, mit denen auch kleine und mittlere Unternehmen erfolgreich digital werden können. Sascha Jecht ist Experte für Recruiting als externen Service bzw. für das Outsourcing von Recruiting-Prozessen. Herr Jecht sagt, Recruiting ist heute ein so komplexes Feld geworden, dass es für Unternehmen sehr schwer ist, hier die notwendigen Ressourcen aufzubauen bzw. selbst zu entwickeln. Michael Biegner ist Experte für Persönlichkeit und Vertrieb. Herr Biegner sagt, Erfolg ist für jeden machbar. Und Herr Biegner zeigt auch, wie es geht. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wege zum Erfolg. Wieder mit vier spannenden Gästen, die mit ihrer Leidenschaft, ihrer Expertise und ihrer Freude durchs Leben gehen und etwas bewegen wollen. Aber bevor wir starten, ein Gedanke. Hermann Hesse, der wunderbare Literatur geschrieben hat, wie zum Beispiel Siddhartha, hat ein Gedicht verfasst, das ich wunderbar finde und das hier genial passt. Sind wir heimisch einem Kreise, droht erschlaffen. Nur wer bereit ist zu Aufbruch und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Und wir sagen, wir sind auf der Reise. Genau, wir sind jetzt auf der Reise und wir legen jetzt los mit dieser Reise. Und ich freue mich, mit dem Herrn Biegner jetzt mich kurz zu unterhalten über seine Reise, die er gegangen ist. Und das ist eine lange Reise, die begonnen hat im Elternhaus und fortgesetzt worden ist als Pastor zwischendurch. Also darüber werden wir alles erfahren. Aber bevor wir da in dieses Thema einsteigen, was ist für Sie Erfolg? Erfolg ist zwingend verbunden mit einem klaren Ziel. Zwingend? Ja. Und ob das gilt auch für Personen oder für Organisationen. Und das heißt auch und bedeutet, aus den Komfortzonen rauszugehen. Hört sich so leicht an, ja. Wir kennen alle, die vielleicht oder kennen Menschen oder erleben selber hin und wieder, dass man sagt, ich kenne das. Aber die Frage ist, kenne ich es nicht nur, sondern kann ich es auch? Ja, genau. Und die entscheidende Frage ist ja, tue ich es auch? Setze ich es ein, setze ich es um, wende ich es an. Oder rede ich nur darüber, ja. Und sag den anderen, was sie zu tun haben, ja. Es hat was mit Entwicklung der Persönlichkeit zu tun. Ja, genau, mit Entwicklung, ja. Aber auch mit Methoden, Techniken, mit Werkzeugen, die mir im Alltag helfen, meine Themen leichter und schneller zu erreichen. Sie, ja? Und da sind Sie zu Hause in diesen Themen. In dem Thema bin ich zu Hause. Darüber hören wir dann mehr. Und auch über Ihr Pastorwesen natürlich. Gerne. Und da haben wir hier einen spannenden Gast, einen weiteren spannenden Gast, die Dragica Banovic. Der Weg, den sie gegangen ist, sie ist als im Jahre 93, glaube ich, ist sie als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu reden. Und was ich an ihr am meisten bewundere, ist vielleicht banal, aber sie spricht praktisch akzentfrei Hochdeutsch. Und das heißt, sie ist einen langen Weg gegangen, hat sich sehr intensiv entwickelt und ist jetzt auf dem Weg in einen Aufbruch. Was ist für Sie Erfolg? Erfolg für mich ist, wenn ich in kurzer Zeit das erreiche, was ich mir vorgenommen habe, also persönlich. Wenn ich das, was ich tue, leidenschaftlich mache, mit Begeisterung, wenn mich das zutiefst erfüllt. Und im beruflichen Kontext, wenn ich einen Transformationsprozess auslöse, was das Leben anderer Menschen nachhaltig verbessert. Also wenn die Menschen wirklich mehr als das erreichen, was sie sich jemals vorgestellt haben, was natürlich immer mit Machen und Tun verbunden ist, weil ohne Tun geht kein Erfolg. Und wenn Sie was mit Begeisterung tun, was hat das für Konsequenzen auf der anderen Seite? Na, das ist ja für mich einfach, das ist ja keine Arbeit mehr. Da geht mit, das ist interessant, ja. Okay, der nächste Gast ist Michael Kauferstein. Und Herr Kauferstein hat ein Thema, das aktuell in diese Zeit hineinpasst, aber es ist auch ein Thema, das eine Biografie hat und diese Biografie schauen wir nachher an. Das Thema heißt, es geht um
digitale Zukunft, um digitale Strategien. Und das ist natürlich ein Thema, das die ganze Welt bewegt im Moment. Und da möchte ich ganz kurz was sagen dazu, das mich erschüttert hat. Ich war in einem Event in Basel, da waren 3.500 Führungskräfte dabei, da ging es um digitale Zukunft. Und ich habe in der Pause gefragt, ja, wie sieht das aus, die Teilnehmer, wie sieht das aus? Hast du dich mal damit beschäftigt? Nee, interessiert mich nicht. Bei uns läuft das anders. Und ich denke, in vielen Unternehmen ist es genau gleich, man beschäftigt sich nicht damit. Und wenn wir über das Thema nachher reden, interessiert mich das, in welche Richtung das geht, Ihrer Meinung nach und gemäß Ihrer Expertise. Aber zuerst, was ist für Sie Erfolg? Ja, gerade wie Sie angesprochen haben, gerade dann, wenn es gelingt, Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründer, Inhaber, gerade von kleinen Unternehmen, ein Stück weit mutig zu machen, dass sie sich mit der digitalen Transformation, mit Digitalisierung beschäftigen, weil das Beispiel, das Sie genannt haben, ist ja richtig. Gerade im Mittelstand, in kleinen, mittleren Unternehmen ist das Thema nicht auf der Agenda oder es gilt als sehr komplex. Und dazu beizutragen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, wir fangen jetzt an. Und wenn ich daran mitwirken kann oder das ein Stück weit begleiten kann, das ist für mich Erfolg. Wenn da was geschieht, nachher auch natürlich. Natürlich, und wichtig ist einfach, wir kommen wahrscheinlich nachher noch drauf, aber auch das nach innen gerichtet einfach zu zeigen, wir fangen damit an. Es ist eine Aufgabe des Gründers, des Inhabers, der Unternehmensleitung, die aber auch nach innen wirkt. Man muss zeigen, wir fangen an. Weil wenn man das nicht tut, ist es durchaus existenzbedrohend. Wenn wir zum nächsten Gast überleiten, hat das eine logische Fortsetzung. Also Digitalisierung braucht qualifiziertes Personal. Und der Herr Sascha Jecht ist zuständig für Recruiting von qualifiziertem Personal in Bezug auf vielleicht auch auf Digitalisierung, aber generell in diesem Markt, wo es darum geht, qualifizierte Leute zu finden, die so Transformationen wirklich auch bewerkstelligen können, dann später. Aber Herr Jecht hat natürlich einen ganz speziellen USP. Also er macht nicht nur einfach Search und Recruiting, sondern er hat einen ganz speziellen USP. Er macht Outsourcing in diesem Bereich. Oder er outsourced seine Dienstleistungen. Bevor wir auf dieses Thema einsteigen, Herr Jecht, was ist für Sie Erfolg? Ja, speziell in meinem Thema, den Unternehmen dabei zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen, weil sich genau gerade dieses Thema Recruitment fundamental verändert und fundamental verändert hat die letzten Jahre. Und hier Unternehmen auf andere Ideen zu bekommen, andere Wege zu gehen, über Recruitment anders nachzudenken und somit am Ende richtigen Schlüsse zu ziehen und erfolgreich zu sein bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter, das ist für mich definitiv Erfolg. Okay, später dann mehr. Ja, Herr Biegner, es geht um die Biografie. Wir haben es angesprochen, Pastor und jetzt als Trainer für Persönlichkeit und Vertrieb. Was steckt dazwischen, zwischen Trainer und Pastor? Überzeugen muss man ja auf beiden Seiten, ja. Kurz davor lag da noch der heimische Betrieb, ja, stimmt, also im elterlichen Betrieb, genau. Da bin ich praktisch ein ganz bodenständiger Jung und habe da aber auch, klar, von jüngster Zeit an diese Verantwortung, dieses unternehmerische Denken und dieses Handeln mitbekommen von meinen Eltern und ganz viele Werte. Und dann hat sich's entwickelt, dann kam ich in dieses pastorale Amt über längere Zeit hinweg, dort sehr aktiv gewesen, auch mit internationalen Hilfsorganisationen weltweit unterwegs gewesen. Sie lernen dann auch vor Leuten aufzutreten, da natürlich, bekommen Sicherheit im Umgang mit Leuten. Ja, also das Regelmäßige, was man so kennt, wenn man Sonntag sich bewegt und nicht nur zum Frühstückstisch, sondern noch ein Stück weiter, aber auch dann in diesen Organisationen weltweit auch mit Menschen zu arbeiten, die auf der einen Seite mit ihren Finanzen dort unterstützt haben oder andere mit ihrer Kraft, also als Ehrenamtliche dort mit unterwegs waren. Höchst spannende Zeit möchte ich in meinem Leben nicht missen. Vieles, was an Respekt und Wertschätzung Menschen gegenüber, was ich in mir trage, kommt auch aus dieser Zeit. Mhm. Und das dann setzen Sie um, weltweit in den Vertrieb. Key Account Management. In 20 Ländern waren Sie unterwegs, ja? Also das verrückt. Ist, achte das als ein Vorrecht. Die Schweiz auch. Die Schweiz auch. Die Schweiz war natürlich auch dabei. Mit internationalen, also auf dieser internationalen Bühne unterwegs zu sein, das Vorrecht zu haben, mit Menschen unterschiedlichster Couleur, Hintergründen, Kulturbereichen zusammenzuarbeiten und dann aber auch zu sehen, dass da ein Talent ist oder eine Fähigkeit oder eine Gabe, die hilft, diese Menschen schneller erfolgreich zu machen. Vorwärts zu bringen. Ja. Genau. Okay, super. Mehr nachher, später. Gerne. Jetzt gehen wir zum Flüchtlingskind. Okay.
Also was mir da Eindruck gemacht hat, ich hab's eingangs erwähnt, ist schon, dass man so einen Weg geht aus einer schwierigen Zeit heraus und in die Zukunft geht und das Leben so interessant gestaltet. Und im Vorbereitungsgespräch sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ich will entwickeln und nicht mehr Fälle abwickeln. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Ausgangslage. Abwickeln hat ja eigentlich damit zu tun, ich spatte einfach mal die Aufgaben runter, und entwickeln heißt, ich will was bewegen, ich will vorwärts gehen. Wenn Sie Ihre Biografie anschauen und in die heutige Zeit gehen, wie entwickelt sie, wie sich alles entwickelt? Ja, es ist ein langer Prozess natürlich. Also nochmal kurz zu meiner Geschichte, wenn ich kurz das ausführen darf. Ich bin 93 als Kriegsflüchtling aus ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Ich war schon 20 Jahre alt, also ich hatte mein Abi dort gemacht und musste hier faktisch von null anfangen. Und ich habe leider Gottes auch sehr viele liebe Menschen verloren, Freunde, Verwandte und unter anderem meinen Vater auch, genau, der ist leider auch im Krieg gefallen. Und von ursprünglich einem Monat sind jetzt mittlerweile 25 Jahre daraus geworden. Eigentlich wollte ich ja niemals hier bleiben, aber Deutschland ist Gott sei Dank meine Heimat geworden. Und ja, mein Weg war keineswegs vorgezeichnet oder dass ich so ein Unternehmertum oder dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Keineswegs. Ja, ich musste eigentlich meinen Weg selber gehen. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht, fremdsprachliche, und dann habe ich mich dann irgendwann entschlossen, Jura zu studieren, und ich habe auch noch parallel Sprachen studiert, alles selbst finanziert. Ich hatte niemanden, der mich hätte unterstützen können. Ja, und danach, also habe ich dann promoviert und war ich dann 10 Jahre in der Insolvenzverwaltung als Rechtsanwältin. Und ich habe mehrere tausend Selbstständige und Unternehmer durch diese ganz, ganz schwierige Situation begleiten dürfen. Natürlich ist das extrem belastend, also nicht nur für die Menschen selbst, sondern auch für den, ich sag mal, Abwickler, auch wenn wir uns natürlich, es ist immer ein Ansinnen, das Unternehmen zu sanieren und nicht abzuwickeln, aber oft ist es leider so, dass diese Geschichten einfach viel zu spät, also ein Insolvenzantrag wird zu spät gestellt, und es ist dann einfach viel zu spät für jegliche Rettungsaktion. Also ich finde es einfach insofern interessant, diese Biografie zu hören, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich hatte so eine schwierige Vergangenheit, mir geht es so schlecht und so weiter. Aber ich stelle einfach immer wieder fest, Persönlichkeiten, die eine schwierige Zeit erlebt haben und es schaffen, daraus etwas zu machen, die sind erfolgreicher als diejenigen, die in Liebe und Fürsorge und Freiheit aufgewachsen sind. Ja. Also ich finde schon... Wenn ich da eine kurze Geschichte erzählen darf, das sind ja zwei Zwillingsbrüder, die in Amerika aufgewachsen sind. Die sind im jungen Alter, also die waren Kinder, sind waise geblieben, unterschiedlich aufgewachsen. Und es gab einen Journalisten, die beide Lebenswege verfolgt hat. Und der eine Bruder ist zum Verbrecher geworden, also Serienmörder, und sollte hingerichtet werden. Und am Tag vor seiner Hinrichtung ist der Journalist zu ihm gekommen, um ihn zu interviewen, warum er das gemacht hat. Und dann sagte dieser Mensch, ja, wissen Sie, ich hatte eine ganz schwierige Kindheit. Kindheit, ja. Ja, ich hatte niemanden, und wie hätte irgendwas anderes aus mir werden sollen als ein Serienmörder, als ein Verbrecher. Sein Zwillingsbruder, der ist aber einen ganz anderen Weg gegangen und hatte seine Familie, Kinder, und ist zu einem sehr angesehenen Anwalt irgendwo in einer Großstadt in Amerika geworden. Und dieser Journalist hat einen Bruder dann besucht und hat ihn gefragt, ja, wie haben Sie das denn, wie kommt es, dass Sie jetzt so ein Leben führen? Ja, und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, ich hatte so eine Kindheit und wie hätte was anderes aus mir werden sollen? Genau, ganz genau. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Also man entscheidet immer in seinem Leben, was aus einem wird. Herr Kaufenstein, auch Sie haben eine Biografie, und wenn es um digitale Strategien geht, ist die Biografie natürlich relativ kurz, weil es ist ein neues Thema. Aber wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Was ist der Weg zu diesem Thema? Was legitimiert Sie in Bezug auf dieses Thema, das Sie heute vertreten? Also ich bin keineswegs ITler sozusagen, sondern ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin seit 25 Jahren immer so an dieser Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und dem Business sozusagen unterwegs. Und wenn man sich das mal anschaut, vor 25 Jahren, das war noch vor dem Spektakel auch am Neuen Markt, wo die Informationstechnologie ein Kostentreiber war und vieles, was heute technologisch geht, ging damals noch nicht. Also insofern ist das damals so mitgelaufen. Seit einigen Jahren
haben wir natürlich eine andere Situation. Wir haben solche Themen wie Big Data, wir haben Algorithmen, die sehr leistungsfähig sind. Deswegen kommen so Themen wie autonomes Fahren langsam auf die Agenda. Und ich habe vor 2-3 Jahren, und das hat mich ein Stück weit erschreckt, das schließt an das an, was Sie eben auch erwähnt haben, gerade von Inhabern kleiner Firmen häufiger mal gehört, ach, ich finde sowieso keinen Nachfolger und das Thema ist so komplex, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, ich mache das Geschäft zu oder stelle den Geschäftsbetrieb ein. Gerade so radikal, ja. So radikal, ja, die Familie ist sicher im Prinzip und die Botschaft war, naja, für die Arbeitsplätze, ich würde sie gerne behalten, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und letztlich gibt es auch eine Reihe von Initiativen. Es gibt ja auch Geld, das von der Bundesregierung bereitgestellt wird, andere Mittel, auch EU-Mittel, um kleine und mittlere Unternehmen an das Thema ranzuführen. Ich habe das zum Anlass genommen, einfach zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Stück weit mal Wege findet, die Komplexität zu reduzieren und einfach mal mit dem Thema im Prinzip zu beginnen. Also diese Angst zu nehmen, da hängen 1000 rote Fäden in der Luft. Wo sollen wir zuerst dran ziehen? Aber eben auf der Meta-Ebene mal beginnen, ja, genau. Nicht im operativen Bereich. Aber das Thema mal runterbrechen, und das ist ein klassisches Problem, was Sie ansprechen. Das ist ja nicht erst seit der Digitalisierung so, dass gerade Inhaber von kleinen Unternehmen in der Regel für strategische Prozesse keine Zeit haben. Die stecken so im operativen Geschäft. Genau, die kaufen Software. Kaufen Software oder sagen, hey, kauf mal ein Programm, wir machen das dann so. Aber gerade die Geschäftsführer oder Inhaber dieser kleinen Unternehmen, die sich einfach mal auch selber einen halben Tag oder einen Tag rausnehmen müssten aus dem Tagesgeschäft, vielleicht auch noch mit Sparringspartnern, um zu überlegen, was machen wir eigentlich und womit verdienen wir in 5 Jahren noch Geld? Sind das die gleichen Produkte wie heute? Ist das was Neues? Müssen wir die Produkte weiterentwickeln? Wie sehen die Marktpartner aus vielleicht in 5 Jahren? Das sind, glaube ich, wichtige Fragen, denen man sich jetzt stellen muss. Ich halte wenig davon, das Thema, sagen wir mal, zu groß zu machen. Es ist mittlerweile fast so ähnlich wie Globalisierung als Schlagwort vor 20 Jahren, dass Digitalisierung fast alles zerschlägt. Oder sozusagen platt macht. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube aber, man muss sich damit beschäftigen, wenn man verantwortungsvoller Geschäftsinhaber ist, um einfach auch zu zeigen, okay, wir arbeiten daran, dass es uns auch in 5 oder 10 Jahren noch gibt. Wir brauchen einen Ressourcenplan im Unternehmen. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss wissen, welche Ressourcen ich benötige in 5 bis 6 Jahren oder in 10 Jahren, um diese Technologie zu bewältigen. Ich muss mir vielleicht auch überlegen, und das ist eine ganz spannende Frage auch zum Thema Personal, wenn ich in einer ländlichen Region sitze. Das ist ein großes, hochspannendes Thema. Und ich brauche einen Ingenieur, dann ist die Frage, wie kriege ich den heutzutage? Wie kommt er nach Ostwestfalen zum Beispiel? Also die Themen hängen alle miteinander zusammen und da in dem Thema Hilfestellung zu geben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und der Bedarf ist groß. Okay, Herr Jecht, überleiten zu Ihnen, das Thema passt ja. Wir haben das festgestellt, es gibt gewisse Synergien, wir können uns vielleicht nach dem Talk darüber unterhalten. Aber was in diesem Markt, wo Sie zu Hause sind, ja typisch ist, das ist ein sehr großer, umkämpfter Markt. Also im Prinzip jeder, der mal Personalrekrutierung gemacht hat, meint, er könnte jetzt in den Search einsteigen. Und Sie haben gesagt, Sie möchten in diesem Bereich nicht mehr weitermachen, Sie möchten sich da lösen davon und Sie möchten in Richtung Outsourcing gehen. Und das ist natürlich ein ganz spezifischer Markt, wo Sie jetzt einsteigen, wo Sie einen ganz typischen USP haben, den ich sensationell finde, wenn man das so umsetzen kann. Und Sie machen das ja. Sagen Sie mal, wie ist der Weg? Wie sind Sie dahin gekommen auf diesen Weg, wo Sie, oder auf diesen Zeitpunkt jetzt, wo Sie sagen, Outsourcing? Ja, ich bin vor etwa 20 Jahren in das Thema Personal gekommen, ganz bewusst. Ich fand das einen sehr spannenden Bereich und habe die klassische Ausbildung für Personaler gemacht, wenn man das so nennen mag. Sie kommen aus dieser Ecke, ja. Direkt aus dem Bereich, also Personalfachkaufmann, Betriebswirtschaftsstudium, alles diese Themen. Und habe in Unternehmen selber viele spannende Themen im Bereich Personal machen dürfen. Habe mich mit allem beschäftigt, was so eine Personalabteilung im Grunde umtreibt. Und bin so ein bisschen an dem Thema Recruiting am Ende hängen geblieben. Und das hat sich auch sehr, also sich das sehr spannend entwickelt auch, damals schon und heute erst recht. Bin dann vor 10 Jahren etwa auf die Unternehmerseite gewechselt und mich da auch schon sehr viel mit Personal und Personalsuche beschäftigt. Natürlich auch am Anfang ganz klassisch im Executive Search oder in der Personalsuche. Aber genau wie Sie richtig gesagt haben, der Markt ist wahnsinnig groß, wahnsinnig umkämpft. Für die Unternehmen selber ist es wahnsinnig schwer zu selektieren, für sich dort einen passenden Partner zu finden. Und für Sie wird es dann schwierig, Kundenbeziehungen aufzubauen. Ja, definitiv. Langfristig Kunden, der Markt so groß ist. Ja. Selbst wenn man eine revolutionäre Idee hätte, die haben Sie ja, bei den Unternehmen an den Tisch zu kommen, ist am Ende wirklich dann die Schwierigkeit.
Müdigkeit wirklich, weil dieser Markt wirklich überschwemmt wird von Agenturen, Vermittlern, Beratern und was auch immer. Dann haben wir irgendwann für sie gesagt, wir stellen das Ganze auf den Kopf und gehen in die Unternehmen rein und sagen, wir zeigen euch innerhalb des Recruitings der Personalabteilung, wie eigentlich die Vermittler und Berater arbeiten, denn 80% von dem könnt ihr auch alleine. Aber sie nisten sich ein. So sie nisten sich in so die Prozesse ein. So ist es. Und so kam das Thema Interimsmanagement immer mehr auf für uns. Und so sind wir in die Unternehmen tiefer eingestiegen, haben auch gemerkt, dass die meisten Agenturen eigentlich nur an der Oberfläche kratzen, aber gar nicht ins Unternehmen eintauchen und so gar nicht auch verstehen, was passiert da eigentlich und was brauchen die dort eigentlich. Denn Recruiting und gerade heute in der heutigen Zeit, das ist gerade mit dem Thema Digitalisierung sehr stark verbunden, da fängt Recruiting an einem ganz anderen Punkt an. Vor 15, 20 Jahren hat das Unternehmen eine Position ausgeschrieben, hat Bewerbung bekommen. Da war die Arbeit eher der Auswahlprozess selber. Heute ist es genau umgekehrt. Wir haben einen Bewerbermarkt. Das heißt, die Unternehmen bewerben sich beim Kandidaten, bei den Menschen. Das führt natürlich dazu, dass das Unternehmen heute sich bewirbt. Ja, das führt auch dazu, dass die Unternehmen sich heute anders darstellen müssen, dass sie sich überlegen müssen, wie möchte ich wahrgenommen werden? Warum sollte jemand hier arbeiten wollen? So sind wir in dieses Thema eingestiegen und wir haben gemerkt, viele Unternehmen, gerade kleine mittelständische Unternehmen, sind an so einem Punkt, wo sie merken, okay, das Thema Recruitment machen wir nicht mehr nebenbei. Ja, das hat so früher irgendjemand im Unternehmen mitgemacht, eine Stellenanzeige kreiert und hat das geschaltet und das war das ganze Thema. Sondern es wird heute unglaublich schwer. Es gibt unzählige Portale und Webseiten und Communities, Foren, wo auch immer man Personal suchen kann. Und die Unternehmen stehen heute an dem Punkt zu sagen, entweder machen wir das selber, wir bauen diese Ressource im Unternehmen auf. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, das kostet sehr viel Geld und hat immer noch den Faktor Unsicherheit, ob das wirklich am Ende funktioniert. Genau. Kann aber auch ein Weg sein, keine Frage. Oder das Thema gleich an einen professionellen Partner zu geben, die sich im Grunde 24 Stunden nur mit diesem Thema beschäftigen. Die Herausforderung, und da können wir nachher vielleicht darüber reden, scheint mir der kulturelle Aspekt. Also wenn Sie natürlich als Outsourcer im Unternehmen aktiv sind und sich da an den Prozessen verkrallen, sind Sie ja Teil des Unternehmens. Definitiv. Und da müssen Sie ja, nicht sollten, Sie müssen ja diese kulturellen Werte da ja leben ja klar. Im Unternehmen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass das Unternehmen sich auch mit dem Thema Werte beschäftigt. Ja? Wie wollen wir denn dastehen als Unternehmen? Wie wollen wir wirken? Was sind denn die Werte, die uns ausmachen als Unternehmen? Ja, genau. Und das ist, da wird viel geredet, aber die Handlung, das ist dann was ganz was anderes. Ja, Frau Banovic, ja, wie gehen Sie da vor, wenn Sie Unternehmen begleiten in die Zukunft? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Selbstständige, an Unternehmer, die ins Business einsteigen wollen. Zuerst denkt man ja, ich mache das selber, ich kann das. Und irgendwann beginnt man zu stolpern. Und wenn man stolpert, dann vergisst man im Stolpern, dass man eigentlich Unterstützung haben sollte. Und das ist vielleicht schon fast zu spät. Viel trauriger ist eigentlich, dass viele Menschen sich ihr Leben lang abstrampeln. Die ackern und rackern ohne Ende und die kommen nie eigentlich an ihr Ziel. Ja, die erreichen auch die finanziellen Ziele nie. Die sind einfach immer gefangen in so einem Hamsterrad. Ja, egal, ob ich jetzt ein Unternehmen starte oder ob ich schon länger dabei bin, muss ich mich eigentlich immer dessen besinnen, warum mache ich das eigentlich? Ja, der Mark Twain hat ja zum Beispiel gesagt, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du erkannt hast, warum. Also wenn ein Unternehmer nicht weiß, warum er das macht, wenn er keine Werte lebt, zum Beispiel, das kommt ja, das zieht sich ja hier wie ein roter Faden durch. Wenn er das auch nicht mit Begeisterung macht und wenn er nicht weiß, wohin die Reise führt, dann wird das einfach schwierig. Und diejenigen Unternehmer, die aber wissen, ich habe meine Werte gefunden, ich weiß, warum ich das mache, dann ist das alles viel einfacher. Aber für die anderen, die sich da schwer tun, es ist egal, jeder macht ja Fehler, das Leben ist ja Trial and Error. Das Leben besteht nun mal daraus, aber sich dann in der entscheidenden Situation einfach einen Profi zu nehmen, zu sagen, so, ich lasse mich einfach begleiten, ich lasse mich einfach coachen oder ich habe einen Sparring-Partner oder Mentor oder was auch immer an meiner Seite, der mir sagt, okay, viele finden sowas ja nicht selbst heraus, weil wir sind ja konditionierte Wesen, wir sind ja beeinflusst von überall, aus der Schule, Kindheit, von zu Hause, Freundschaften, Partnerschaften. Und wir finden oft nicht oder wir sehen den Splitter im Auge anderer, aber nicht den Balken in eigenen Augen. Deswegen ist es sehr schwierig, an sich selbst rumzudoktern. Frau Banovic, das Thema Werte ist wichtig. Und das Thema
Das Warum ist wichtig. Und ich denke, es ist extrem wichtig, dass die Unternehmer, die da aktiv sind in dieser Welt und sich vorwärts bewegen wollen, dieses Warum eben auch weitergeben an ihr Umfeld. Dass das Umfeld auch begreift, warum da etwas geschieht. Und da braucht es Werteentwicklung und da sind Sie ja zu Hause. Das ist genau das extrem Wichtige. Okay, Herr Kaufenstein, wie geht es Pepper? Gut, danke, er hat mir eine gute ist Zeit. Ist geölt, frisch geölt, geschmiert? Alles gut, ja. Okay, also Pepper, sagen Sie, was Pepper ja, ist. Ich möchte nicht zu viel sagen, ja, Sie kennen sich da besser aus, ja. Ja, Pepper ist ein humanoider Roboter, 1,20 Meter groß, weiß, der ein oder andere hat ihn vielleicht schon gesehen. Und wir arbeiten auch mit einem Pepper, machen sozusagen Digitalisierung erlebbar. Und man kann da ganz viele spannende Facetten bei erkennen. Auf der kocht und putzt und... So, diese Roboter gibt es auch, das kann er nicht. Also er ist eigentlich etwas flapsig gesprochen, zunächst mal ein Endgerät, wenn man so will, ähnlich wie ein Handy, wobei ihm das nicht so ganz gerecht wird, ist auch nicht von uns, sondern von einem japanischen Hersteller. Aber er ist eigentlich sozusagen sehr kommunikativ im Prinzip. Und das sehen Sie auch zum Beispiel, wenn wir ihn mal mitnehmen auf eine Messe oder so. Und wenn dort Kinder sind oder auch Erwachsene, die auf ihn zugehen, mit ihm sprechen und mit ihm interagieren. Sind so bei den Leuten natürlich so, ja. Ich glaub. Ja, und das ist einfach ein Stück weit Digitalisierung erlebbar machen. Und wir machen das durchaus auch in Digitalisierungsworkshops, dass wir den wirklich mitnehmen dann in die Unternehmen hinein und einfach mal so ein bisschen spielerisch zu Kreativität ein Stück weit eigentlich ermuntern wollen, weil dieses Thinking out of the box sozusagen, mal losgelöst von formalen Techniken wie Design Thinking oder so, einfach mal so ein bisschen sich überlegen in meinem Umfeld und da sprudeln ganz viele Ideen, wenn auch gerade Geschäftsführer, Manager, Inhaber auch von kleineren Unternehmen auf den Roboter zugehen, mit dem Roboter interagieren, es kommen Ideen und diese Kreativität ein Stück weit kann auch diese vermeintliche Lähmung, die relativ häufig auch da ist, sprich, ich sitze wie das Kaninchen vor der Schlange, vor diesem Thema und weiß nicht, wie gehen wir damit um. Da entstehen spielerisch Ideen. Wir können relativ schnell ein Prototyping auch machen und können zeigen, wie kann das so aussehen. Und das leitet oft einen ganz kreativen Prozess ein. Danke, Herr Kaufenstein. Aber ja, gehen wir einen Schritt weiter, Herr Biegner. Es geht um Persönlichkeiten, mit denen Sie zu tun haben. Wir haben im Vorbereitungsgespräch über Schmerz und Freude geredet. Man kann das ja grob in zwei Kategorien einteilen. Die einen reagieren auf Schmerz und die anderen auf Freude. Und wenn Sie so Seminare und Workshops machen, dann trennen Sie die in Schmerz und in Freudgeplagte. Wir machen immer zwei Gruppenarbeiten. Ja. Ja. Die schmerzhaften und die einen tanzen dann raus und die anderen werden rausgetragen. Nein, natürlich nicht. Es ist aber dennoch von der menschlichen Psyche her so, dass ja, wir... Ja, man spricht da drauf und, an. Ja. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, ja? Bono, Malo, diese beiden Gegensätze. Bono sagt vielen was, vielleicht auch aus der finanziellen Geschichte, einen Bonus. Etwas, was attraktiv ist, was uns gefällt, wo wir sagen, das ist erstrebenswert. Deswegen bewege ich mich, deswegen bin ich bereit, auf die Reise zu gehen, mich zu verändern, mich weiterzuentwickeln. Und zwar nicht nur mit Techniken, nicht nur mit Fertigkeiten, nicht nur mit Systemen, die funktionieren. Da gibt es in der Kommunikation ganz viele. Ja, manche kennen wir nutzen sie halt nicht. Also wenn wir jetzt hergehen würden und ich hätte einen Ball in der Hand oder würde das Glas hochheben und mache die Hand auf, was würde mit dem Glas passieren? Es fällt runter. Runterfallen. Mhm. Ja. Und so sind manche Gesetzmäßigkeiten in der Kommunikation, in der Mitarbeiterführung, in den Schulungen, die sind wie so physikalische Gesetze. Mhm. Und manchmal nutzen wir sie besser und manchmal weniger. Und dieses Thema Bono, Malo, das ist eben so, dass wenn ein Mensch was für sich entdeckt, wo er sagt, dafür lohnt es sich und er macht sich auf den Weg, dann ist viel intrinsische Energie dabei. Ja, und da ist viel Freude und Begeisterung dabei. Und dennoch reicht das manchmal nicht. Es braucht dann nochmal einen Coach, einen Trainer, der eben dann nochmal unterstützt, um an Methoden, Techniken und Werkzeugen was mit an die Hand zu geben, aus diesen alten Komfortzonen rauszugehen. Mhm. Denn nur die Komfortzone aufzumachen und rauszugehen, ja wohin denn dann? Wo beginnt Unterstützung? Unterstützung beginnt aus meinem Dafürhalten beim richtigen Hinhören. Ja, das ist so, ja. Genau. Also hinzuhören, wo braucht es für die Persönlichkeit Unterstützung? Wo braucht es an Techniken, Methoden Unterstützung? Wo braucht es an der Kommunikation Unterstützung? Und einer der Aspekte, die Biegner Training noch mitliefert, ist eben über dieses Profiling Values, über ein psychometrisches Testverfahren, Unterstützung, gerade für die Menschen, die sagen,
Weiterbildung meiner Persönlichkeit und auch für Menschen, die sagen, wo soll es denn für mich, wo in der Zukunft überhaupt noch hingehen? Aber das sind validierte, gängige Testverfahren oder eigene? Also im wissenschaftlichen Bereich gilt es als das Testverfahren, das nicht manipulierbar ist. Entscheidend ist diese Kombination zwischen dem Mensch, der fachlichen Seite und der kommunikativen Seite, die nach vorne zu bringen. Also meine Erfahrung in Bezug auf diese Tests ist ja eigentlich, es gibt ja einen Spiegel, ja. Aber das Entwickeln aus diesem Spiegel heraus, das ist oft schmerzhaft und das umgeht man gerne, ja. In welcher Form oder was danach sich empfiehlt als nächsten Schritt, das gilt es gemeinsam natürlich zu besprechen. Und da braucht es die richtigen Leute. Wenn ich an die Zukunft denke, ist die in diesem Bereich auch digital, geht auch in eine digitale Richtung. Das heißt, für Sie als Trainer müssen Sie wieder die Komfortzone verlassen. Hervorragend. Dann müssen Sie aus der Komfortzone raus und müssen Strategien entwickeln, um Unternehmen zu vorwärts zu bringen, wenn es um digitale Verkäufe geht, für digitale Vertriebe geht. Man muss, und ich glaube dann, ist man als Trainer und als Coach ständig gefordert, man authentisch, wenn man eben das lebt, das Leben, was man predigt, heute sagt das Leben, was man trainiert und eben auch sieht, da wo Malo passiert, da wo es so ist, dass jemand sich erst dann bewegt, wenn halt die Hose dann nach den Feiertagen nicht mehr ganz zugeht oder sich erst bewegt, wenn der Rücken so weit an der Wand steht, dass man den Rigips schon bröckeln hört. Und dann ist es ja oftmals so, dass dann um Hilfe gerufen wird. Und klar ist man dann auch bereit, bedenkt gewisse Strategien, arbeitet sie aus. Nicht einfach nur Trainings von der Stange, sondern auch ein Wort, das immer wieder mal heutzutage aufkommt, heißt Agilität. Viele Mitarbeiter müssen heute wesentlich flexibler, agiler sein und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, die Persönlichkeit nicht hinten runterfallen zu lassen. Und proaktiv handeln, hä? Da sie zu begleiten und da sie zu unterstützen, natürlich auch Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Maßnahmen nicht von der Stange einfach zu nehmen, sondern zu sehen, was braucht Ihr Unternehmen, wie definieren Sie Erfolg, auf welcher Reise sind Sie denn? Ja, welche Reise? Ja. Welche Mitarbeiter braucht es dann? Und die Mitarbeiter dann zu unterstützen, damit sie diese Ziele auch mit umsetzen können. Weil nur gemeinsam Erfolg heißt für das Unternehmen, dass dann man sich auf eine positive Reise begibt. In aller Veränderung, die und da Ergebnisse daraus resultieren, passiert, natürlich. Okay. Ja, okay. Herr Panovic, wir haben das Thema schon ein wenig angesprochen, aber ich möchte es eigentlich ein wenig vertiefen. Mit welchen Persönlichkeiten arbeiten Sie zusammen? Weil das scheint mir wichtig, dass man sich da mal vielleicht Überlegungen anstellt, dass halt wirklich eine qualifizierte Unterstützung in wichtigen Situationen, das müssen nicht unbedingt Krisensituationen sein, halt einfach wirklich wichtig ist. Was sind das für Unternehmen? Auf keinen Fall soll man es dazu kommen lassen, dass es wirklich kriselt, weil das habe ich ja oft genug erlebt. Das möchte ich ehrlich gesagt nie wieder erleben. Also das sind in der Regel Unternehmer in einer bestimmten Wachstumsphase. Also oft zum Beispiel die ganzen Start-up-Unternehmen, die wachsen ja exponentiell schnell. Heute hat man ja 10 Mitarbeiter, morgen sind das 50. Aber die haben kein Geld. Startups, die sparen genau da. Doch, es gibt Investoren etc. Aber es geht also mir geht es ja um den Unternehmer, um sein Mindset. Der Unternehmer muss ja genauso schnell in seiner Persönlichkeit wachsen wie sein Unternehmen. Und oft ist es schwer für auch gestandene Unternehmer, sich auch von der Fachaufgabe zu trennen. Wir unterscheiden da zwischen einem Unternehmer, zwischen einem Manager und zwischen einem Facharbeiter. Ja, und Selbstständige. Selbstständige sind ja auch Fachkräfte, die ihre Aufgaben lieben, die sie persönlich dann erfüllen. Aber ein Unternehmer, dessen Unternehmen wächst, der muss ja natürlich mitwachsen. Und oft braucht er da einfach eine Brille von außen, jemand, der ihm hilft, der ihm einfach Sparring Partner, einen Wegbegleiter, einen Mentor, der ihm sagt, okay, da müssen Sie sich jetzt herausnehmen. Sie sind nicht mehr dafür da, um die Fachaufgaben auszuführen. Dafür gibt es ja Fachkräfte. Und Sie müssen mehr am Unternehmen arbeiten und nicht mehr im Unternehmen. Und da ist ja natürlich so eine Stellung entscheidend. Da muss der Unternehmer auch für sich herausfinden, will ich das oder will ich eher an der Sache herumtufteln? Will ich basteln da, ja. Genau, will ich lieber, ist das mein Ding, ist das meine Mission? Will ich lieber an der Sache selbst arbeiten? Dann muss er vielleicht die anderen Aufgaben
abgeben und delegieren. Und dann sind das ja auch oft auch Coaches oder Heilpraktiker oder sowas mit einem Bauchladen. Ja. Es gibt ja so Unternehmen, die können, jeder Kunde, der kommt, wird dann angenommen. Und irgendwann, man verliert sich, man ist überhaupt nicht mehr positioniert. Heutzutage ist ja Spezialisierung alles, also man muss sich ja spitz im Markt positionieren. Extrem wichtig, ja, extrem wichtig. Ja, ja. Und genau, da begleite ich auch Menschen, um genau das herauszufinden, wo biete ich den größten Mehrwert für meinen Kunden? Also in der Regel, auf klein gebrochen sind das ja, also in erster Linie mache also Leute, die was bewegen wollen, Leute, die wissen, dass ohne, dass ich ihnen was mache, kommt kein Erfolg. Weil ich sage ja immer, Erfolg ist ja kein Event, das ist ein Prozess. Ja, und dieser Prozess dauert natürlich seine Zeit lang, ist ja keine Zauberei. Herr Kaufenstein, Sie bewegen sich ganz oben. Ne? In Digitalisierungsstrategien bewegen Sie sich im Aufsichtsrat, in Beiräten. Erzählen Sie mal über die Arbeit da. Ja, also wenn man sich mal ganz kurz überlegt, wie die Situation aussieht und man unterscheidet im Prinzip zwischen den großen Unternehmen, Konzernen und kleinen und mittleren Unternehmen, denke ich, kann man feststellen, wir haben in großen Unternehmen natürlich schon ein definiertes Setting. Üblicherweise ist es so, es gibt Kooperationen mit Startups, es gibt häufig auch einen Chief Digital Officer, also man gibt jemandem das Thema, treibt das mal voran. Man hat natürlich in einem Konzern oder in einem großen Unternehmen auch entsprechend die Ressourcen, das zu tun. Und üblicherweise ist es so, oder es fängt langsam an, dass im Zweifel auch ein Aufsichtsrat den Vorstand fragt, hast du eine Digitalisierungsstrategie? Wenn nein, dann sollten wir die aber zügig mal haben. Also da wird das Thema ein Stück weit adressiert. In kleinen, mittleren Unternehmen, natürlich haben wir das in der Form so nicht. Wir haben das kurz angesprochen. Dort gibt es keinen Aufsichtsrat. Die Frage ist, wie kann das Thema da getrieben werden? Aber es muss oben platziert sein. Es muss oben platziert sein. Und deswegen ist ein Punkt, der mir da immer wichtig ist. Natürlich kann ich immer sagen, ich kaufe mir praktisch Beratung zum Thema Digitalisierung ein. Da muss man gucken, geht das kommerziell in kleinen Unternehmen? Ich muss auch jemanden finden, der zum Unternehmen passt, der das Thema kennt. Ich plädiere ganz klar dafür, das Thema durch einen Beirat zu besetzen. Ein Beirat, den ich mir an Bord hole für das Thema als Sparringspartner. Wir haben schon mehrfach vom Sparringspartner gesprochen. Und ich erschlage damit aus meiner Sicht auch mehrere Faktoren eigentlich. Ich kann zeigen, ich bin professionell aufgestellt, ich habe einen Beirat. Das kann auch bei der Verlängerung einer Finanzierung bei der Bank wichtig sein. Ich kann zeigen, ich habe jedes Skillset besetzt. Ich kann sozusagen sagen, ich gebe mir eine ähnliche Governance wie im Konzern oder wie in einer Aktiengesellschaft und kann zeigen, ich stelle mich professionell auf und kann dadurch auch entsprechend eben profitieren, weil ich die Impulse dann möglicherweise von Beiratsmitgliedern bekommen kann, die das Thema eben kennen, die das Thema hinterfragen können, die mich als Inhaber challengen können oder mir Ideen geben können, Impulse setzen können. Was spielen dann bei größeren Unternehmen die Betriebsräte für eine Rolle? Wie machen die mit? Wie sind die eingestellt zu diesem Thema? Ja, das, was man durchaus hört, und das finde ich, ist ein wichtiges Pfund an der Stelle sogar. Generell kann man, glaube ich, sagen, die Gremien der Mitbestimmung sehen das Thema konstruktiv und begrüßen es auch, wenn ein Unternehmen sagt, wir arbeiten einen Maßnahmenplan zum Thema Digitalisierung ab. Meine Wahrnehmung ist schon, dass insgesamt auch von den Mitarbeitervertretungen verstanden wird, dass das Thema strategisch wichtig ist. Und dass das möglicherweise auch mal zu Diskussionen über Arbeitsplätze führen muss. Aber letztlich geht es darum, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Insofern ist meine Wahrnehmung, das sind in der Regel konstruktive Partner, die möglicherweise das auch einfordern. Also wenn die sehen, da passiert irgendwie nichts und habt ihr mal drüber nachgedacht oder wir erwarten von euch. Die sehen es als Chance, ja. Sehen das als Chance und die fordern dann die Unternehmensleitung auf, erklärt uns, erklärt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie geht ihr mit dem Thema um, was heißt das für uns? Was heißt das für uns als Unternehmen, dieses Thema Digitalisierung? Könnt ihr das runterbrechen? Könnt ihr die Komplexität reduzieren? Könnt ihr uns sagen, wie diese digitale Reise sozusagen für uns aussieht? Ich erachte Ihr Geschäftsfeld oder Ihre Geschäftstätigkeit als sehr sinnvoll für Unternehmen. Das ist ja extrem ressourcensparend. Man hat eine Kapazität, man hat eine Persönlichkeit dabei, die weiß, um was es geht und die da kompetent mitmacht, ja. Und man baut das Know-how nicht selber auf. Sie haben halt auch einen Vorteil, denke ich, gegenüber, sagen wir mal, einer klassischen Beratung, nicht zwingend, aber der Beirat ist dem Unternehmen mittel- und langfristig verpflichtet. Also wir haben über Werte auch gesprochen. Sie kommen auf einer anderen Ebene zusammen. Und deswegen ist das Thema aus meiner Sicht für einen Beirat ideal geeignet. Okay, danke, Herr Kaufenstein. Ja, Herr Jecht, es geht ja da, bei Ihnen geht es ja um Vertrauen. Es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Es geht ja um sehr persönliche, intime Bereiche, wenn Sie als
ihre Dienstleistungen im Outsourcing da erbringen im Unternehmen. Es geht auch um Daten, es geht um sehr viele Daten, es geht um vertrauliche Daten. Mit was für Leuten haben Sie zu tun und wie gehen Sie um mit dieser Vertraulichkeit? Naja, wir haben klassischerweise natürlich mit den Entscheidern im Unternehmen zu tun. Das hängt natürlich wie auch immer, wie so oft mit der Unternehmensgröße natürlich zusammen. Das heißt, im klassischen Mittelstand, wenn man es mal so nennen will, ist das definitiv ein klares Geschäftsführungsthema. Somit haben wir mit den Geschäftsführern zu tun. Ich sage mal, es ist immer so ein Viereck, die dort hier interagieren. Das ist die Geschäftsführung, natürlich die Personalleitung, ganz klar. Dann die Manager, die im Grunde für ihren Bereich suchen, die Hiring Manager und wir bilden im Grunde dieses Konstrukt, die wirklich operativ, strategisch wie operativ miteinander arbeiten müssen. Und da gibt es natürlich Bereiche, die das weiter tangiert, wie in der Regel natürlich das Thema Datenschutz, ein ganz großes Thema, gerade 2018 nochmal ein ganz entscheidendes Thema. Das heißt, wenn es im Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten gibt und Menschen, die sich mit dem ganzen Thema Daten und Informationssicherheit beschäftigen, sind das auch Ansprechpartner für uns. Denn das Ergebnis ist für ein Unternehmen auch wichtig, wie gehen wir mit den Daten um, wie verarbeiten wir Daten, wie kommen Daten von A nach B. Wie das der Kollege schon sagte, das Thema Mitbestimmung. Natürlich haben wir auch mit den Mitbestimmungsgremien im Unternehmen zu tun. Betriebsräte, ja. Personalräte, genau. Oder jegliche Art von formellen wie informellen Arbeitnehmervertretungen. Das ist auch unglaublich wichtig, diese Gremien hier mit einzubeziehen. Die Erfahrung zeigt, dass je früher und je offener man das kommuniziert und man auch damit umgeht und auf diese Gremien zugeht, umso transparenter, umso konstruktiver ist die Zusammenarbeit. Heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, sicherlich nicht. Muss nicht unbedingt sein. Aber muss nicht unbedingt sein, genau. Das hat auch was mit Respekt zu tun und dem, wie man diese Gremien auch schätzt. Und natürlich geht es ja immer darum, die Zusammenarbeit zu fördern. Die Gremien sind im Grunde für die Arbeitnehmer da. Das heißt, neue Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, werden ja in die Obhut der Betriebsräte, Personalräte und so weiter gestellt. Das heißt, es ist natürlich für diese Gremien auch wichtig zu wissen, wie kommt denn ein neuer Mitarbeiter zu uns. Und ganz erstaunlicherweise ist natürlich auch, kommen hier aus dieser Richtung auch viele gute Ideen in Richtung Strategie, in Richtung welche Kanäle können wir noch öffnen, was gibt es vielleicht für Potenziale noch zu heben, gerade Stichwort Mitarbeiterempfehlung ist natürlich auch ein großer Kanal für uns und dahinter gestellt auch natürlich das Thema wieder Recruiting-Strategie, Unternehmensstrategie. Wie steht das Unternehmen da? Wie positioniert sich das Unternehmen? Haben die Mitarbeiter überhaupt Lust, diesen Arbeitsplatz hier auch zu empfehlen? Ja? Denn es ist ja eine sehr persönliche Sache. Ja? Denn wenn Sie einem Bekannten, einem Freund empfehlen, in Ihrem Unternehmen zu arbeiten, ja. Hat das natürlich immer einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Beziehung. Ja, schon. Denn es kann ja durchaus dazu kommen, dass jemand sagt, um Gottes Willen, was hast du mir da empfohlen? Ja, das ist ja ganz schlimm bei euch. Aber je positiver das aufgeladen ist und je klarer das auch formuliert ist, diese Strategie der Unternehmen selber, je klarer die Richtung ist auch, umso leichter fällt es den Mitarbeitern auch, hier offen zu empfehlen und zu sagen, ich weiß nicht, ob das zu dir passt, aber ich fühle mich hier wahnsinnig wohl und es macht unwahrscheinlich viel Spaß, hier zu arbeiten. Es braucht ein klares Commitment. Ganz genau. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt bei der letzten Frage angelangt. Und bei der letzten Frage geht es jetzt darum, was jetzt im Nachhinein geschieht. Sie können jetzt sagen, Sie gehen jetzt ins Bett und dann ist es gelaufen. Oder Sie können sagen, ich will damit jetzt etwas machen und etwas umsetzen. Und da haben wir diese vier Coaches, die sind jetzt da und die geben jetzt ein paar Tipps mit Ihnen auf den Weg. Wir beginnen beim ersten Coach, bei Herrn Biegner. Es wird nur Veränderung geben, wenn wir den Mut haben, uns auch auf den Weg zu machen. Meine Person steht für Entwicklung, Freude und für Erfolg. Entwicklung aber nicht nur an fachlichen Themen, Entwicklung auch an kommunikativen Expertisen und vor allen Dingen an der Persönlichkeit. Dazu auch Werkzeuge, sich durch Training und Weiterbildung anzueignen. Freude. Ansteckende Freude, Herr Bieri. Ansteckende Freude, ja. Weil die bewirkt Begeisterung. Ja, das ist so. Und Begeisterung wird begeisternd. Und dann, damit der Erfolg sich nicht nur einstellt, sondern auch bleibt, bleiben Sie im Training. Okay, danke, Herr Biegner. Frau Banovic, was geben Sie den Zuschauern mit auf den Weg? Etwas direkt Umsetzbares. Also mein erster Tipp. Treffen Sie schnelle Entscheidungen und handeln Sie, denn ohne Handeln wird das ganze Wissen, was Sie sich eingeeignet haben, ob in Seminaren, Coachings, Trainings, was auch immer, setzen Sie dies um. Und zwar, es gibt eine Formel, setzen Sie dies innerhalb von 72 Stunden um, sonst wird das gar nicht umgesetzt.
Mein zweiter Tipp: Setzen Sie sich klare und schriftliche Ziele, Ziele, die Sie begeistern. Egal, ob das kleine oder große Ziele sind, wichtig ist, dass Sie mit Leidenschaft dabei sind, weil es gibt im Leben ja immer so eine Kurve. Auch wenn Sie unten sind und unten landen, brauchen Sie irgendwas, was Sie begeistert. Und mein dritter Tipp: Achten Sie auf Ihr Umfeld, denn nichts kann Ihre Wünsche, Träume und Visionen so schnell zerstören wie Ihr Umfeld, egal ob das Ihre Familie ist, ob das Ihre Geschäftspartner sind, Freunde, egal was. Wenn Sie diese Träume und Ziele Ihnen mitteilen und diese kaputt geredet werden und zerstört werden, machen Sie das nicht. Deswegen reden Sie über Ihre Ziele und Wünsche nur mit Menschen, die Sie unterstützen können und wollen. Danke, Frau Banovic. Herr Kaufenstein? Ja, überlegen Sie, denken Sie darüber nach, wie die Digitalisierung Ihre Produkte, Ihre Services, Ihre Prozesse beeinflussen kann. Nehmen Sie sich jemanden dabei, vielleicht von Ihrer IT, wenn Sie keine haben, von Ihrem IT-Dienstleister möglicherweise. Sprechen Sie auch mal mit Auszubildenden, mit jungen Leuten im Unternehmen. Sie werden ganz spannende Informationen erhalten. Erstellen Sie einen Maßnahmenplan, diskutieren Sie den. Wenn Sie zu dem Thema keinen Beirat haben, besorgen Sie sich einen. Definieren Sie den Maßnahmenplan, stimmen Sie ihn ab, bringen Sie ihn in die Umsetzung und zeigen Sie im Innenverhältnis und im Außenverhältnis, Sie sitzen bei dem Thema im Fahrersitz. Dann wird es auch gelingen. Super, danke, Herr Kaufenstein. Herr Jecht? Ja, der Arbeitsplatz der Zukunft hat große Herausforderungen für jedes Unternehmen. Und haben Sie den Mut, die richtigen Fragen zu stellen? Haben Sie den Mut, Ihr Unternehmen fit zu machen für die Arbeitnehmer der Zukunft und somit Ihr Unternehmen für die Zukunft fit zu machen? Und dafür ist es notwendig, die richtigen Fragen zu stellen und damit ist es notwendig, den richtigen Partnern zu arbeiten. Okay, danke, Herr Jecht. Herzlichen Dank an diese Runde. Das war eine sehr spannende Diskussion und ich freue mich auf die Fortsetzung der Gespräche, bei welcher Gelegenheit auch immer. Aber Sie, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bewegen Sie sich. Bewegen Sie sich selber. Und bewegen Sie nicht nur die anderen, sondern sich selber auch. Nehmen Sie diese Tipps mit. Nehmen Sie diese Tipps mit in die Zukunft. Nehmen Sie diese Inhalte mit in die Zukunft und gestalten Sie Ihr Leben. Also in diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir uns beim nächsten Talk in einer Woche wieder treffen. Und wenn es dann wieder heißt, Wege zum Erfolg. Ihr Bruno Biri.